Ja, damit können wir auch schon weitergehen zum nächsten Level, und zwar zur Pumpkin Zone. Hier angemerkt, es hat hier zwei Levels, zwei Bonus-Levels. Und wir holen uns natürlich beide, so gehört sich das nämlich. Also, und wie machen wir das? Indem wir einfach hier an diesem Morgenstern vorbeigehen. Ich muss sagen, hier in der Pumpkin Zone, die Levels sind gar nicht so einfach, finde ich. Sie haben schon eine gewisse Herausforderung. Gut, ich renne jetzt durch. Ich spiele das Spiel seit Jahren. Ich will jetzt darüber nichts sagen, aber für jemanden, der es das erste Mal spielt. Ich gehe jetzt mit jemandem aus, der das erste Mal spielt, dieses Spiel. Hier kriegt ihr übrigens auch nochmal Herz und Geld und alles. Und ich komme nicht vorbei an den Buhus. Die Buhus könnt ihr nicht abschießen. Es macht ja auch keinen Sinn, Geister abzuschießen. Die überleben das ja eh. Okay, es gibt ja auch noch versteckte Blöcke, aber... Nein! Verdammt. Ich dachte, ich komme durch. Aber hier rennen wir jetzt einfach mal durch. Aha. Wow! Das war jetzt fies. Ja, wie gesagt, also ich habe... Als Kind habe ich immer nur auf Easy gespielt. Ich weiß nicht warum. Ich mochte Normal irgendwie nicht so, aber... Ach ja. Aber mit der Zeit spielt man halt dann doch auch andere... Oh nein, nicht Graf Dracula. Hahaha, ich hab dich, Graf Dracula. Und wir sind mit dem Level durch. Meines Wissens nach gibt's hier kein Geheimlevel. Das gibt's erst ab Level 2. So, was würde ich sagen? Ich sage Feuerblume. Ups. Verdrückt. Okay. Einer der wenigen Male, wo ich mich mal verdrück. Egal, drei Leben sind auch gut. Man kann hier sogar nichts kriegen. Das finde ich sowieso das Fieseste eigentlich. Dass man hier gar nichts kriegen kann. Dass man im Endeffekt einem nur den Mittelfinger zeigt, sagt, du Versager, du kriegst nicht. Boah, vergiss es. Eigentlich schon gemein. Aber andererseits auch lustig. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Nintendo-Spiel jemand irgendeinen Spieler Versager genannt hat. Schade eigentlich. Es hört sich zwar fies an, aber ich finde, das wäre mal was. Das wäre mal so richtig fies. Also so richtig sagen, oh, du Versager, bist Game Over. Dabei haben wir das Spiel extra leicht für dich gemacht. Wir haben auch nur 9/10 so schwer wie I Wanna Be The Guy gemacht und trotzdem stirbst du. Das ist eine Schande. Das müsste man mal bringen. Das wäre verdammt unfair, verdammt fies, aber... Fuck. Aber es wäre auch mal lustig zum Anhören, wenn dann mal wirklich ein Nintendo-Spiel hingeht und sagt, du bist ein Versager. Das wäre mal die Härte schlechthin. So, jetzt schwimmen wir hier mal durch und... Hä? Warum waren hier zwei Fische und jetzt sind hier keine zwei mehr? Würden die mich jetzt verarschen oder was? Also das muss mir mal echt einer erklären, du. Warum? Warum sterbe ich an zwei Fischen, aber jetzt ist plötzlich noch einer da? Egal. Du blöder Buhu. Hau ab. Auch wenn ihr süß seid, ihr Buhus. Und jetzt dann zweiter plötzlich. Was weiß ich. Ich will das Leben und du kriegst mich. Du kriegst meine Sprachfehler nie, Buhu. Bam bam. So. Hier gibt es die Möglichkeit, alles abzuräumen. Also, es braucht ein bisschen Glück und Geduld, aber mit etwas Glück und Geduld kriegt ihr es hin. Ich werde es mal versuchen, ob ich es gerade nochmal hinkriege, alles zu holen. Ihr könnt auch zwei Blöcke jeweils wegmachen, da macht ihr auch nichts falsch. Okay, jetzt habe ich was falsch. Nein, es reicht noch. So. Ihr könnt hier alles abräumen, alles langsam wegmachen und ihr bekommt dann auch alles. So, ihr müsst halt wirklich nur in aller Ruhe hier alles kaputt machen, ne? Komm. Nein, das wollte ich jetzt nicht. So, und jetzt könntet ihr, wenn ihr wollt, den Flieger auch noch holen. Ihr müsst es nicht, also ich mach's nicht. Aber ihr seht, ich könnte jetzt ran, also es geht alles, man kann alles holen. Man braucht nur ein bisschen Geduld. Ich kenne halt ein paar Bekannte, die sagen, ja, ich habe da noch nie alles gekriegt, was ich gar nicht verstehen kann, weil es ist nicht schwer. Man muss es ja nur wollen. Naja. Manchmal will man halt auch nicht, gell? Okay, ich hätte da oben durch... Ah, hier geht's runter. Hier gehen wir zum Bonus-Level. Wären wir jetzt nach rechts gegangen, dann wären wir nicht zum Bonus-Level gekommen, sondern... Hä? Warum? Hallo? Irgendwas stimmt in meinem Controller nicht. Oh! Hupsala, da ist was in meinem Controller rausgegangen. Jetzt geht er wieder. Ah, mir ist nur einfach mein Controller rausgegangen wohl. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich nichts lenken konnte. Wie dumm. Was soll's, so. Ich empfehle euch hier zu laufen, weil... Also außer hier an der Stelle, weil... Glaubt mir, wenn ihr... Ihr wollt nicht getroffen werden. Vor allem nicht, wenn ihr Pilz habt und dann wieder umdrehen könnt. Wegen so einem Scheiß. So. Wir sind im
Bonuslevel Nummer 1 gekommen. Ja. Also, dann sind wir schon Bonuslevel Nummer 1. Wunderbar. Und wir kommen hier zu... Ach ja. Ach ja, genau. Hier holt ihr euch den Flieger und glaubt mir, hier könnt ihr Schweinegeld machen. Und das jedes Mal. Also, ich kann es euch nur sagen, ihr könnt das jedes Mal machen. Ihr seht ja, was ich jetzt an Geld abstaube. Und ihr könnt auch, wenn ihr wollt... Ah, dummer Gumba, komm hoch. Ihr könnt auf diesen Gumba abspringen und weiterfliegen. Das klappt jedes Mal. Also, oh nein, ich habe einen Fail. Aber es ist egal, weil ich habe jetzt sowieso genug Geld. Mir kann es egal sein. Und mehr gibt's hier in dem Level auch nicht. Ihr könnt halt wirklich hier Münzen abstauben. Und ich kann es auch nur empfehlen, das zu tun. Es macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, wir können es jetzt nicht mehr machen, weil wir haben genug. Wir haben zu viel. Oh, da ist ein Stern. Wow. Ach so, stimmt ja. Hier war ja der Ausgang woanders. Haha. Eigentlich ein glücklicher Zufall. So, wir haben ein Leben. Wir haben noch ein Leben. Wir haben noch ein Leben. Ah, okay, wir haben kein Leben mehr. So, und ich werde euch jetzt mal zeigen, was mit diesen 999 Münzen, was ihr da machen könnt. Dann können wir weiter sammeln. So, wir müssen jetzt das Level nochmal machen. Wir gehen jetzt mal schnell raus, bevor wir weitermachen. Weil ich werde euch jetzt mal zeigen, was ihr mit den Münzen macht. Weiter, Mario, komm. Und zwar hier. Hier könnt ihr für verschiedene Münzen, hier könnt ihr euch verschiedene Items holen. Hier könnt ihr euch verschiedenes Zeug holen. Aber wir wollen... Nein. Jetzt habe ich alle meine Münzen los, aber habe jetzt die Chance auf 99 Leben. Ich habe die Chance. Also es kann auch sein... Okay, wir kriegen 300 Münzen wieder. Also, und das ist auf jeden Fall das hier. Ich zeige euch mal alle durch jetzt. Ihr könnt hier verschiedene Leben gewinnen. Ihr könnt hier Münzen gewinnen. Ihr könnt hier Items gewinnen. Und wir kriegen erstmal gar nichts. Okay, super. Also, hier haben wir nichts bekommen. Und jetzt aus 50 können wir auch noch Items gewinnen, je nachdem, oder Leben. Und wir kriegen einen Flieger, den wir aber schon haben. Und das könnt ihr auf jeden Fall für Items machen. Und auch hier, ihr könnt hier nur Items kriegen eigentlich. Aber ja, wir kriegen natürlich gar nichts. Natürlich. Aber ihr seht also, das könnt ihr alles mit den Münzen anstellen. Und ich habe es euch jetzt, denke ich, genug demonstriert. Und deswegen ab zurück zur Pumpkin Zone. Ah, ich bin nur noch so am Überlegen. Ich habe gesagt, Wario Land ist für mich jetzt eins, wo ich jetzt nächstes spielen will. Aber ich kämpfe die ganze Zeit schon mit mir rum. Warum starte ich ja mit Point? Ach stimmt ja, ich habe ja, haha, wunderbar. Ja, wir haben das Bonuslevel geschafft, aber dürfen trotzdem mal mit Point starten. Hä? Das war aber vorher nicht so. Ich verstehe es nicht. Oh Gott, irgendwie, ich verstehe das Spiel irgendwie nicht ganz, wieso das geht, aber nach was soll's. Wir müssen es auch nicht verstehen. Jetzt gucken wir mal, komme ich da, schaffe ich das? Manchmal geht das, aber irgendwie geht's hier nicht mehr, schade. In Mario Land 1 ging das auf jeden Fall. Und ich wollte an die Feuerblume rankommen, muss ich ehrlich sagen, aber irgendwie schaffe ich es nicht mehr. Oh, schade. Gut, dann müssen wir halt mit dem Flieger durch, kriegen wir auch hin. Wir holen uns den Stern und rennen dann einfach durch. Und zwar jetzt, volle Kanne! Ich finde die so komisch, diese Zombies mit ihren Kimonos oder was das sein soll. Ich weiß nicht so ganz, was die sein sollen, ehrlich gesagt. Haha, Multi-Kill. So, wir sind nicht in die Glocke und jetzt kommen wir zum nächsten Level. Und hier gibt es auch einen Geheimausgang, dazu brauchen wir den Flieger. Wir kriegen auch nochmal einen, wenn wir ihn verlieren. Hier könnt ihr hoch. Gibt halt ein paar Münzen, aber... Ja, wer es will, ich will es gar nicht. Wie gesagt, 100% heißt halt, dass wir alle Levels durchspielen, also für mich. Weil wenn ich jetzt jeden einzelnen Block aufmachen würde, dann würden wir morgen früh nicht fertig werden wahrscheinlich. Ach ja, die Stelle. Jetzt kommt ein Geistergumba. Wir springen drüber und versagen dabei währenddessen. Ich habe manchmal eine zu große Klappe, finde ich. Naja. Die, wo meine Let's Plays jetzt schon angeguckt haben, die wissen ja, von was ich rede. Ach, scheiße. Ja, stimmt. Stimmt, ich darf ja nicht. Oh. Ihr seht einen Fehler und schon kann man es hier vergessen. Ich hasse das. Was soll's, dann holen wir uns halt nicht die Feuerblume. Wir brauchen sowieso einen Flieger. Den kriegen wir hier, glaube ich, auch irgendwo. Ja, oh, Mario, flieg doch da nicht rein, du Verrückter. Das sind Stacheln. Frag mal deinen Kollegen Mega Man, der wird dir bestätigen, dass es gefährlich ist. Also, naja.
Ja, jetzt sind wir gleich im Bonuslevel und ich mache jetzt erstmal kurz dann ein Päuschen, bevor ich weiterrede. So, wir rennen jetzt noch kurz hier fertig und das Bonuslevel. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal eine kleine Pause. So, da bin ich wieder. Also, ja, ich muss doch einen kleinen Part von diesem Video rausschneiden. Denn ich habe aus Versehen weiterlaufen lassen. Also wundert euch nicht, wenn es jetzt ein bisschen geschnitten vorkommen sollte. Ach, das Level. Ja, also ihr müsstet hier mir... Ach komm, ich zeig's euch halt. Vielleicht überlebe ich's ja. So, ihr müsst mit der Feuerblume hier alle Wände abheizen. Und dann kriegt ihr hier auch immer jeweils Leben. Also ich jetzt nicht, ich bin der Nils, ich krieg sowas nicht. Seht ihr? Und dann kommt es in diesen Block rein. Und ich... Oh, muss jetzt gucken, dass ich dieses... okay. Ja, natürlich. Ich sag's ja gleich, ich bin da echt nicht der Meister in dem Teil. Also ich krieg die Leben normalerweise seltener. Aha. Und jetzt dort, gucken wir, wie der Cooper da reinfällt. Ja. Aha. Bye. Nein. Okay. Also wie gesagt, das Level selber ist eigentlich kein schweres. Es ist nur ein bisschen... Ja, man kommt so schnell in Stress, weil man sich ja denkt, oh Gott, wenn ich da runterfalle, dann ist da... Aua. Ja, aber... Weiter, Mario. Komm, gar nicht erst. Und... Nein. Verdammt. Und ab geht's zurück. Und wir können es gleich nochmal machen. Weil das Level zählt nicht als geschafft. Also wir müssen es durchspielen, um es zu schaffen. Und das, ja. Ich will es ja schaffen. Ich nehme den Flieger nächstes Mal. Punkt. Ach ja. Aber das ist halt Mario Land. Ah. Kaum spricht man von. Lass mich in Ruhe, Geister Gumba. Ich habe Angst vor dir. Und das willst du doch. Ja, also auf jeden Fall. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Wenn wir endlich dieses Level dann geschafft haben. Und auf jeden Fall, ja, also Mario Land 2 selber, mir ist da aufgefallen ein bisschen, also nicht nur, dass das Spielprinzip geändert hat, nein, also im Liebig Mario Brothers zum Beispiel oder Mario Land 1 oder von mir aus auch noch Mario Brothers 2 für in den USA. Sag ich jetzt mal Mario oder Mario USA auch bekannt. Oder hieß das ja doch Mario USA, hieß das ja in Japan. Das ist sowieso so eine lustige Geschichte. Mario Land, Mario Brothers 2 bei uns ist ja nicht das Western. Oh Gott, ich habe keinen Flieger, ich stepp. Egal. Mario Brothers 2 ist ja bei uns eigentlich das, wo man doch Mario, Toad oder Peach spielen kann. Und, so. Wir machen jetzt den sicheren Weg. So. Und in Japan war das nicht der Fall. Also in Japan gibt es ja diese, bei uns bekannt als Lost Levels. Vielleicht kennt es jemand von Super Mario All-Stars. Diese Lost Levels. Das war ja das originale Mario Bros. 2 in Japan. Und gut, ich meine, wer weiß, das ist langsam nett, aber ich erkläre es jetzt trotzdem mal. Und es ist so... Und das kam ja bei uns eben nie raus. Bei uns kam ja auch dieses Mario Brothers raus, was in Japan aber Mario... Ach, komm, nein. Das machen wir jetzt später. Also ich spiele jetzt das Level so durch, sonst macht es ja gar keinen Sinn hier. Also auf jeden Fall im... Jetzt hat man auch ein Eis davor gegessen. Bei der Hitze ist das einfach herrlich, ein Eis.
Also es ist so, in Mario USA, ich habe es mal ausprobiert, es gibt ja ein Spiel in Japan, das ist genauso wie Mario Bros. 2, das heißt aber Doki Doki Panic. Es hat nichts mit Mario eigentlich zu tun. Ah, gute Zigarette. Es hat nichts mit Mario zu tun, aber man hat es halt übernommen als Mario. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich hat man gemeint, hey, die Amis und Europäer, die können doch nicht spielen, denn müssen wir was Leichtes geben. So kommt es mir manchmal ein bisschen vor, also wirklich, dass die Japaner wirklich sagen, die Amis und die Europäer sind zu blöd zum Spielen. Wir geben denen lieber die leichten Spiele und wir holen uns die schwersten. Ich meine, kein Wunder, dass die Japaner dann natürlich die Spiele Meister hoch 3 sind. Jetzt mal, ohne jetzt hier wirklich irgendwie fies zu werden, aber ganz ehrlich, jeden Japaner, den ich kenne, kann zocken wie ein Gott teilweise. Wirklich, also da muss ich sagen, gut, ich meine, in Mario Kart, da komme ich sogar schon ran manchmal, ich bin voll stolz auf mich. Ja, ich will aber ein Leben eigentlich, deswegen hier runter und das Leben nehmen. Oder daneben greifen. Daneben greifen ist auch eine Option, das machen wir schon in den Endboss und dann gehen wir nochmal in dieses Level. So, boah, Hilfe, was war das denn? Oh mein Gott. Naja, also, haha. So. Auf jeden Fall. Das hier ist es gar nicht mal so schwer. Das ist eigentlich fast nur ein stupides Durchrennen. Aha. Man kann ja auch Geld und alles abkassieren, aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich habe euch ja jetzt gezeigt, was man mit Münzen machen kann und mehr braucht ihr ja. Mehr muss ich euch da ja nicht zeigen. Also, wie gesagt, ich habe noch nie 99 Leben, glaube ich, gekriegt. Also, es ist auch schwierig, aber wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die die 99 Leben kriegen, dann mein Glückwunsch, dann müsst ihr keine Leben mehr sammeln. Hier, wie gesagt, wenn ich jetzt runterfall, kommen hier überall Blöcke. Na gut, wären wir jetzt schon Sinn. Gehen wir voll überall. Ach, ich darf hier gar nicht hoch. Achso, ich dachte, ich darf hier hoch. Oh Gott. Dann halt nicht. Man kann hier zwei Dinge noch abkassieren. Einmal eine Feuerblume und einmal so einen Geldsack. Ich glaube, sonst gab es da nichts. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Gelbuhu. Wir gehen jetzt lieber zum Endboss. Und das ist eine Hexe. Und das Pattern ist ziemlich lustig bei ihr, weil sie taucht auf, links oder rechts, schießt und sie wird zum Topf. Ja. Und sie schießt halt auf die Töpfe und wenn sie einen Topf erwischt, dann schießt er der Deckel hoch und knallt, lässt mir natürlich gegen diese Hörner knallen, gell? Hier seht ihr es. Zack und hoch mit dem... Ach so, er geht nicht mehr hoch. Okay. Also der Topf wäre jetzt hochgegangen, hätte mich volle Kanne gegen die Hörner geschmissen, wenn ich drauf gestanden wäre. Aber wir haben es geschafft. Damit wieder ein Level erfolgreich beendet. Fast. Also wir brauchen jetzt noch dieses Bonus-Level, müssen wir jetzt noch schaffen. Und dann sind wir auch schon wirklich weit. Also dann bin ich wirklich, sind wir jetzt schnell vorgekommen. Also, und wir holen uns jetzt dieses Bonus-Level, wir schaffen das jetzt ans Ende. Dam, 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 dam. Ich mag die Musik hier in dem Level, ich weiß nicht warum. Also, hopp, wir holen uns gleich mal den Flieger und dann schnell durch hier. Oh, schnell durch hier, ja, am besten ohne Runde. Oh Gott, da kommt der Geister-Gumba, will sich rächen. So. Ja. Ach ja, ich würde jetzt auch mal gucken. Ich habe ja jetzt angefangen mal mit einem eigenen Mega Man-Spiel. Also das heißt im Endeffekt eigene Robot-Messers und so weiter. Bloß nicht als Herom-Hacking mit Assembler, sondern eher so ein bisschen 2,5D könnte man das nennen. Das heißt also, ich weiß nicht, ob ich den Begriff jetzt auch richtig verwende. Alles ist 3D, bloß man geht halt von links nach rechts, oben und unten, also das Übliche. Und diesmal ist auch nicht Mega Man der Held, sondern der Spieler selber. Also ich habe mir das so geplant, ich werde das auch so einbauen. Es sieht schon ganz gut aus, weil ich habe da jetzt schon Erfahrung langsam mit der Programmierung. Halt mal, hier geht, doch, hier ist es richtig. Nein, ich will den Flieger behalten. Und es ist so, man kann sich den Spieler, man gibt sich selber einen Namen, so wird auch genannt. Und es sind noch mehrere Spiele geplant. Also ich meine, ich greife jetzt voraus, aber ich habe schon einiges an Übung drin in dem Thema. Und ich denke, es könnte auch klappen. Und ja, also ich meine, ich habe schon Spiele gemacht. Das sind dann aber eher so Dinge, die habe ich einfach selber zu Hause, nur bei mir auf dem PC. Weil es ja auch einfach teilweise Copyrighted Material nehmen. Und das möchte ich natürlich nicht veröffentlichen, weil das gehört mir nicht. Und deswegen werde ich es auch nicht veröffentlichen. Und von daher, ja, ich denke, da hat jeder Verständnis dafür. Ich will einfach keinen Ärger kriegen mit den Firmen. So, jetzt haben wir es gleich geschafft, hoffe ich. Ja, und hier kann ich durchrennen. Nein, wir. Also ihr seht, das Level hier hat wirklich vieles an Sprüngen noch parat, aber wir haben es jetzt geschafft. Es zählt jetzt als geschafft und jetzt seht ihr auch schon, sind auch die Buhus hier überall.